Abgelehnt. Und wir kommen zu Tagesordnungspunkt 4. Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache 12.843, Neudruck. Anerkennung der Gemeinnützigkeit für Freifunk durch die zuständige Landesbehörde sofort erwirken. Ausrufezeichen. In Verbindung damit Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Drucksache 12.855, Freifunkinitiativen als gemeinnützig einstufen. Ausrufezeichen. Ich weise hin auf den Entschließungsantrag der Fraktion FDP, Drucksache 12.934, zu dem Antrag Drucksache 12.855. Eröffne die Aussprache und erteile für die Piratenfraktion Herrn Lammler das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freifunk-Engagierte, liebes Backbone-Team. Wir verfolgen ausschließlich gemeinnützige Ziele und natürlich hat uns seit etwa eineinhalb Jahren die Arbeit mit Geflüchteten und für Geflüchtete massiv beschäftigt und sie beschäftigt uns weiterhin. Ich zitiere an dieser Stelle Herrn Philipp Berndroth, Vorstand des Freifunk Rheinlands e.V., aus der Anhörung im Ausschuss für Kultur und Medien vom 3. Mai 2016. Worum ging es da? Um den Integrationsplan. Um Hilfe für Geflüchtete und Vertreter des Freifunks saßen hier wie selbstverständlich gleichberechtigt am Tisch. Und da sind wir schon bei einem der Punkte im Katalog der gemeinnützigen Zwecke. Abgabeordnung, § 52 Absatz 2 Nummer 10, Hilfe für Verfolgte, für Flüchtlinge. In diesem Katalog sind noch 24 weitere Punkte, zum Beispiel der Punkt 7, Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung. Auch das machen die Menschen vom Freifunk. Sie bieten regelmäßige Fortbildungsveranstaltungen rund um die Nutzung und Entwicklung von offener Software, Netzsicherheit, um den Aufbau von gemeinschaftlich getragener Infrastruktur. Ich warte, bis es ein bisschen ruhiger wird. Ich höre mich kaum selbst. Vielen Dank, meine sehr verehrten Kolleginnen. Ich möchte noch den Punkt 1 aufführen, Förderung von Wissenschaft und Forschung. Auch das ist ein ordinärer Zweck von Freifunk, denn die Freifunkenden selbst betreiben wissenschaftliche Forschung an Netzwerktechnologie und Infrastruktur und teilweise haben sie sich sogar Universitäten mit an das Freifunknetz geklemmt, um wertvolle Informationen über Mesh-Netzwerke zu bekommen. Viele andere Punkte aus dem Katalog sind nicht so unmittelbar wie diese genannten, aber dennoch mittelbare Zwecke von Freifunk. Förderung von Kunst und Kultur, Förderung von Jugend- und Altenhilfe, Förderung eines bürgerschaftlichen Engagements zugunsten mildtätiger Zwecke. Und wenn nicht sogar fast alle Zwecke in der Abgabenordnung haben irgendwie Bezug zur Freifunk-Idee. Und jetzt geht es hier um die Anerkennung der Gemeinnützigkeit. Wie kommt es dazu? Bundesweit, auch in NRW, werden Freifunkvereine nicht einheitlich als gemeinnützig anerkannt. Ein mehr oder weniger cleveres Kerlchen aus der SPD-Bundestagsfraktion, Herr Dirk Wiese, hat beim Bundesfinanzministerium mal nachgefragt und fragte dann, wie ist es denn so mit dem Freifunk und der Gemeinnützigkeit? Und die vom Bundesfinanzministerium haben gesagt, Freifunk, gemeinnützig? Nö. Grundlage dieser Einschätzung war eine völlig unzureichende Recherche und mangelnde Kenntnis sowohl auf organisatorischer als auch auf konzeptioneller und vor allem auf technischer Ebene. Aber nun hatten wir diesen Salat. Aber netterweise kommt von der NRW-Landesregierung darauf umgehend ein Doch. Und wir werden uns dafür auf Bundesebene einsetzen, dass es so bleibt. Oder dass es so wird. Und an dieser Stelle würde ich mich ganz gerne persönlich beim Minister Lerch-Mense bedanken. Leider ist er jetzt nicht da. Vielen Dank. Wir Piraten arbeiten ja eigentlich in Sachen Freifunk ganz gut mit der Landesregierung zusammen. Aber warum wendet man sich zuerst an die Bundesebene? Warum tritt hier das NRW-Finanzministerium nicht selbst eine Entscheidung? Zuständig ist doch erstmal eigentlich unser Finanzminister Dr. Walter Borjans. Leider ist er auch nicht da. Warum äußert sich hier an dieser Stelle zuerst der Medienminister und nicht der eigentlich zuständige Finanzminister? Angenommen, und wirklich nur mal angenommen,
Keiner der Punkte aus der Abgabenordnung würde unmittelbar für Freifunk gelten. So liegt es an der obersten Finanzbehörde in NRW zu entscheiden. So einfach ist das eigentlich. Und darüber, dass wir bei Freifunk die Allgemeinheit selbstlos fördern, darüber sind wir uns eigentlich alle einig. Also muss NRW hier an dieser Stelle sofort aktiv werden. Denn glauben Sie mir, niemand will hier irgendwie vor dem Finanzgericht klagen, ob Freifunk gemeinnützig ist oder nicht. Das ist nun mal eine politische Frage, die wir hier klären können. Als bevölkerungsreichstes Bundesland können wir hier in NRW wieder mal Vorreiter in Sachen Freifunk sein. Also lassen Sie uns die Chance ergreifen. Unser Antrag hier wird übrigens direkt abgestimmt, entgegen der ersten Verlautbarung, der ersten Version der Tagesordnung. Zwischenzeitlich haben SPD, Grüne und FDP sich zu dem Sachverhalt mit einem eigenen Antrag positioniert, sodass ich denke, dass eine Diskussion in den Ausschüssen hinfällig geworden ist. Trotzdem werden wir Piraten natürlich der Landesregierung auf die Finger schauen, ob sie auch wirklich an der Anerkennung der Gemeinnützigkeit für Freifunkvereine arbeiten. Meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Lambner. Und für die SPD-Fraktion spricht nun Herr Vogt. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, freier Zugang zum Internet ist wichtig für viele Menschen, ob im Café, in Bildungseinrichtungen. Wir sind uns einig, dass wirtschaftlich, kulturell und natürlich auch unter Bildungs- und Teilhabeaspekten freier Zugang zum Netz sinnvoll ist. Und dies hat Nordrhein-Westfalen früher als viele andere Bundesländer erkannt. Die Landesregierung und auch wir hier im Landtag haben uns frühzeitig dafür eingesetzt, dass die Rahmenbedingungen für Initiativen, die offene WLAN-Zugänge einrichten, verbessert werden. Wir haben hier gemeinsam mit Piraten und Grünen und SPD im Juni 2015 einen Antrag beschlossen, der besagt, dass Gebäude, die in Landeseigentum stehen, leichter für offene WLAN-Projekte zugänglich gemacht werden sollen. Wir haben beschlossen, dass die Vorteile und Möglichkeiten von Freifunk besser dargestellt werden sollen. Und wir haben auch finanzielle Förderungen beschlossen. Diese Projekte sind alle auf den Weg gebracht, aber Nordrhein-Westfalen war auch auf Bundesebene aktiv, insbesondere beim Thema Störerhaftung war diese Landesregierung besonders engagiert und hat mit dafür gesorgt, dass dieses Problem für offene WLAN-Anbieter gelöst wurde. Ein weiteres Projekt des Landes trägt den Titel 100 mal WLAN. Hierzu stehen 1 Million Euro zur Verfügung, mit denen auch in Zusammenarbeit mit Freifunk-Initiativen Landesgebäude mit freien WLAN-Zugängen ausgestattet werden. Meine Damen und Herren, Sie sehen, vieles ist auf den Weg gebracht. Vieles, was gut läuft, wird ehrenamtlich organisiert. Die Errichtung der Router, der Netzwerke und ja auch die Vermittlung von Medienkompetenz wird von vielen Ehrenamtlern geleistet. Das Ehrenamt ist häufig in Vereinen organisiert. Die Anerkennung der Gemeinnützigkeit für diese Vereine würde in vielen Fällen ihre Arbeit erleichtern. Das CDU-geführte Bundesfinanzministerium weiß das Engagement, Herr Stein, Sie nicken, weiß dieses Engagement anscheinend nicht richtig zu schätzen. Das Schäuble-Ministerium erteilte einer generellen Anerkennung der Gemeinnützigkeit von Freifunkvereinen eine Absage. Ja, und es gibt derzeit durchaus einzelne Vereine, auch in NRW, die die Gemeinnützigkeit bekommen haben, beispielsweise über die Argumentation, zur Bildung beizutragen. Wir als SPD wollen eine rechtssichere Regelung, die die Arbeit der Freifunkvereine erleichtert und auf sicheren Boden stellt. Darum fordern wir gemeinsam mit unserem Koalitionspartner in unserem Antrag nicht nur eine weitere Unterstützung der Freifunkinitiativen durch die Landesregierung ideell und finanziell. Wir fordern auch, dass sich NRW auf Bundes- und EU-Ebene weiterhin für gute Rahmenbedingungen zur Einrichtung offener WLAN-Zugänge einsetzt. Und schließlich soll sich NRW für eine umfassende Anerkennung der Gemeinnützigkeit von Freifunkinitiativen stark machen.
Dass dies nicht immer einfach ist, Sie hatten es gerade schon angesprochen, Herr Lammler, sehen wir auch bei der Diskussion um Gemeinnützigkeit von Journalismus. Die FDP hat ja hier einen zusätzlichen Antrag gestellt. Und grundsätzlich sind wir ja dort noch in der Diskussion, Herr Nückel. Wir haben es auch nicht abgelehnt. Aber wir haben beim Thema Gemeinnützigkeit von Journalismus durchaus ein paar andere Rahmenbedingungen, Arbeitsbedingungen. Wir haben andere Player, wir haben die Journalistenverbände, die da sehr differenziert zu Stellung nehmen, sodass wir diese beiden Themen nicht einfach in einem Antrag mixen können. Und unser Antrag ermöglicht der Landesregierung mehrere Optionen im Bereich Freifunk, Rechtsanwendung und Rechtsfortbildung im Sinne der Vereine zu erzielen. Nur auf die Abgabenordnung Bezug zu nehmen, ist uns zu wenig. Sie sehen, wir wollen NRW weiterhin als das Unterstützerland für offene WLAN-Zugänge voranbringen und werben um Zustimmung für unseren Antrag. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Vogt. Und nun spricht für die Grüne Fraktion Herr Bolte. Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Herr Lammler, Sie haben eben gesagt, zwischenzeitlich hätten wir uns zu dieser Frage positioniert. Wir haben am gleichen Tag die Anträge eingebracht. Das muss man vielleicht der guten Ordnung halber fürs Protokoll festhalten. Und mit dem Entschließungsantrag der FDP haben wir erst recht nichts zu tun. Das vielleicht zur Klarstellung einfach nur, gerade weil wir uns ja im Ziel an so vielen Stellen auch einig sind. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es scheint ja nach der Nachrichtenlage heute schon ein ganz guter Tag für die digitale Teilhabe zu sein. Der Europäische Gerichtshof hat heute eine weitere grundsätzliche Klärung zur Frage der Störerhaftung, die uns ja im Zusammenhang mit Freifunk immer wieder beschäftigt hat, erzielt. Man muss dieses Urteil sicherlich noch auswerten, wo sich daraus gesetzgeberischer Handlungsbedarf ergibt und ob es nicht vielleicht doch wieder Hintertüren für die Abmahnindustrie gibt, so wie das auch in der bundesrechtlichen Regelung ja an einigen Stellen zu sein scheint. Und dem Grunde nach ist aber heute insofern ein guter Tag, als der EuGH klargestellt hat, WLAN-Betreiber haften nicht für das, was über ihre Netzwerke abgewickelt wird. Diese Klarstellung ist, so einfach sie eigentlich klingt, erstmal gut. Die Klarstellung klingt einfach, aber wenn man sich die Geschichte anschaut, dann sieht man, wie lange es in Deutschland schon gedauert hat, diese doch eigentlich relativ einfache Frage der Haftungsfreistellung final zu klären. Das war schlecht für den WLAN-Ausbau in Deutschland und die Sicherung der digitalen Teilhabe. Und umso wichtiger war es, dass in den vergangenen Jahren so viele Freifunkerinnen und Freifunker sich dieser Frage schon gewidmet haben und mit großem Engagement für digitale Teilhabe gesorgt haben. Wir waren als Land immer klar in dieser inhaltlichen Frage und wir waren aber auch bei der Schaffung von Rahmenbedingungen klar. Wir haben aber auch seit vielen Jahren und auch viel länger als andere Länder bereits an der Seite der engagierten Freifunkerinnen und Freifunker gestanden. Wir haben es gerade schon gehört, wir fördern den Freifunk im Rahmen der Medienkompetenzförderung. Wir fördern den Aufbau von Infrastrukturen und außerdem macht das Land, das hat auch der Kollege Lammler gerade schon angesprochen, seine Liegenschaften für Freifunk zugänglich. Wir wollen einen weiteren Schritt gehen und uns für die Gemeinnützigkeit von Freifunk einsetzen, denn das Engagement für digitale Teilhabe wird nicht nur durch viele engagierte Einzelpersonen, sondern auch durch viele engagierte Vereine vor Ort getragen. Und gerade für Freifunkvereine stellt sich auch ein Stück weit mit dem Anwachsen der Bewegung in den letzten Jahren immer stärker die Herausforderung, von den Finanzbehörden in ihrer Gemeinnützigkeit anerkannt zu werden. Es gibt Fälle in Nordrhein-Westfalen, wo Vereine anerkannt sind, und es gibt andere Fälle, wo das eben nicht gelungen ist. Und da haben wir einfach das Problem, dass es da bisher keine generelle Erklärung gibt. Deshalb macht es Sinn, jetzt politisch aktiv zu werden und das zu ändern, denn klar ist, dass Freifunk einen Mehrwert für alle bietet. Auch wenn ich weiß, das ist etwas, was wir als Fachkolleginnen und Kollegen, glaube ich, immer wissen und auch noch mal betonen müssen, weil es eben für viele noch ein bisschen unklar ist, dass Freifunk weit mehr ist, als einfach nur kostenloses Internet bereitzustellen.
es bietet trotz alledem einen Mehrwert für alle. Es bietet denjenigen, für die der Zugang zum Netz nicht möglich ist, weil sie ihn sich nicht leisten können, die Chance auf digitale Teilhabe. Da denke ich ganz besonders an ein Thema, das uns über das letzte Jahr beschäftigt hat, wo es viele engagierte Initiativen gab, die in einer durchaus angespannten Situation die Internetversorgung in den geflüchteten Einrichtungen gewährleistet haben. Aus der Freifunkbewegung, sie haben da eine große und wichtige Arbeit geleistet und ich bin dafür sehr dankbar. Und das ist nur ein sehr illustratives Beispiel dafür, dass digitale Teilhabe heute eine zentrale Gerechtigkeitsfrage ist und dass diejenigen, die an ihrer Verwirklichung mitwirken, Unterstützung verdient haben. Wir wollen uns heute auf den Weg machen, deshalb, dafür haben wir diesen Antrag eingebracht. Wir fordern die Landesregierung auf, eine Initiative auf Bundesebene zu unternehmen, die die Anerkennung der Gemeinnützigkeit von Freifunk zum Ziel hat. Dafür ist es vernünftig, verschiedene Instrumente vorzuschlagen, nicht allein die Abgabenordnung, auch wenn der Kollege Lammler sie gerade sehr ausführlich durchgegangen ist. Wir stellen in unserem Antrag sehr vernünftige Instrumente, glaube ich, vor, mit denen die Landesregierung auf Bundesebene und im Länderkreis auf dieses Ziel hinarbeiten kann. Und wenn uns das dann gelingt, dann haben wir die Chance, dass heute noch wir noch einen weiteren Beitrag leisten, damit das ein guter Tag für Freifunk und für digitale Teilhabe wird. Herzlichen Dank. Dankeschön, Herr Bolte. Und nun spricht für die CDU-Fraktion Herr Stein. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer, ja, zunächst möchte ich Stellung zum Antrag der Piraten beziehen. Wir haben ja drei Anträge insgesamt vorliegen. Ja, und Sie, liebe Piraten, Sie fordern immer wieder die Anerkennung der Gemeinnützigkeit für vielerlei Gebiete, heute für den Bereich Freifunk. Letztes Mal war es ja der Bereich E-Sports. Und da frage ich mich grundsätzlich schon, was kommt da als nächstes? Gut, Sie begründen jetzt Ihre Forderungen in Ihrem Antrag damit, dass insbesondere der Bildungscharakter im Vordergrund stünde. Belege liefern Sie allerdings nicht in Ihren Antrag, die bleiben Sie schuldig. Und natürlich mag es auch bei Freifunk-Initiativen um Bildungsinteressen gehen, aber dass diese nicht zwangsläufig im Vordergrund stehen, wird eigentlich dadurch klar, dass Freifunk ja auch einfach erstmal den Zugang zum Internet darstellt. Und über Freifunk wird eben dann das Internet generell genutzt und dadurch ist natürlich auch die Nutzung nutzerabhängig. Die User, wenn man sich Analysen anschaut, nutzen das Internet aber überwiegend für die Bereiche Social Media, für die Bereiche Shopping sowie ebenfalls für die Musik- und Videostreaming-Dienste. Richtig ist, dass der Freifunk bürgerlich und freiwillig organisiert und realisiert wird. Daher möchten wir uns an dieser Stelle auf jeden Fall für das vielseitige bürgerliche Engagement der freiwilligen Helferinnen und Helfer bedanken. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Olejak? Ja, gerne. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Kollege. Reine Neugierde. Welche Freifunk-Community erhebt welche Freifunk-Community erhebt Daten über die Verwendung und Nutzung der angebotenen Dienste? Ja, die Frage müssen Sie sich ja dann in erster Linie stellen, denn in Ihrem Antrag schreiben Sie ja, dass ein Bildungscharakter im Vordergrund steht. Und das müssen Sie ja auch belegen, denn im 52.2 gibt es in der Tat diesen Bestand, dass die Gemeinnützigkeit hergestellt werden kann, falls der Bildungscharakter im Vordergrund steht. Nur kann man das ja nicht einfach nur behaupten, da muss ja noch eine gewisse Nachweisfähigkeit vorhanden sein. So, jetzt möchte ich kurz auf den Antrag der FDP eingehen. Freifunk und Journalismus in einen Topf hier zu werfen, das erscheint mir etwas sehr gewagt, Herr Nückel. Wir können gerne über eine mögliche Gemeinnützigkeit des Journalismus diskutieren. Nur muss dann vielleicht auch ein etwas anderes Verfahren gewählt werden. Es ist suboptimal ist, einen Entschließungsantrag auf den Weg zu bringen. Vielleicht ist es da sinnvoll, auch nochmal speziell im Ausschuss darüber zu diskutieren und das nicht eben mit einem kurzfristigen Entschließungsantrag eben bestimmen zu wollen. Ja, SPD und Grüne behaupten in ihrem Antrag, dass das CDU-geführte Bundesministerium der Finanzen die Freifunk-Community nicht schätzen würde. Liebe
SPD, liebe Grüne, die Rechtslage lässt sich nicht nach Gutdünken anwenden. Ich bin mir sicher auch, dass das Bundesministerium der Finanzen schätzt bürgerliches Engagement, genauso wie wir alle hier. Und dass die Befolgung der Rechtslage Ihrer Auffassung nach einer Geringschätzung von Engagement gleichkommen soll, Herr Vogt, also das lässt eine Selbstgerechtigkeit in Ihrem politischen Handeln und Denken erahnen. Das Bundesministerium der Finanzen ist zu einer nachvollziehbaren und seriösen Rechtsauffassung gekommen und leistet dieser Folge. Wir sollten hier lieber miteinander dann darüber diskutieren, über welche anderen Wege noch eine adäquate Förderung des Freifunks geschehen kann. Nicht zuletzt möchte ich nun darauf verweisen, was gestern von unserem EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker vorgetragen wurde. Ich zitiere: Wenn der Netzausbau allen zugutekommen soll, heißt das auch, dass es keine Rolle spielen darf, wo man lebt oder wie viel man verdient. Wir schlagen deshalb heute vor, bis 2020 die wichtigsten öffentlichen Orte jedes europäischen Dorfes und jeder europäischen Stadt mit kostenlosem WLAN-Internetzugang auszustatten. Zitat Ende. Die nordrhein-westfälische CDU-Fraktion ist bereit, hierfür einen konstruktiven Beitrag zu leisten. Die heute gestellten Anträge lehnen wir aus den genannten Gründen ab. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Stein. Und für die FDP spricht nun Herr Nücke. Vielen Dank, sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist nicht schwer, Gutes zu tun. Manchmal ist es vielleicht schwer zu wissen, was gut ist. Aber wenn man das dann gefunden hat, jeder entscheidet sich da anders und gemeinnützige Arbeit macht, dann braucht man Rechtssicherheit. Und das ist im Grunde das Problem. Und deswegen ist es schon richtig, dass beispielsweise auch im Antrag der Piraten eben sich da eben auch auf die Abgabenordnung fokussiert wird. Der Katalog der Tätigkeiten, die als gemeinnützig anerkannt werden können, ist freilich sehr lang. Förderung von Bildung, Wissenschaft, Kunst, Kultur, Tier- und Pflanzenzucht, Modell, Flugzeugbau, Kleingärtnerei. Der Katalog allerdings freilich ist nicht in Stein gemeißelt. Für die FDP-Fraktion ist es selbstverständlich, dass man Normen wie die Abgabenordnung dann auch mal ab und an regelmäßig überprüft und modernisiert, denn die Gesellschaft entwickelt sich weiter. Und die Entwicklungsgeschwindigkeit, ich glaube, die gerade bei den technischen Innovationen und bei den technologischen Rahmenbedingungen, die entwickelt sich rasend weiter. Und der Takt wird immer dichter und das verändert natürlich auch ebenso rasch gesellschaftliche Basics und auch ehrenamtliches Engagement entwickelt sich dabei weiter. Und deswegen begrüßen wir die Anliegen der hier vorliegenden Anträge, den Katalog gemeinnütziger Tätigkeiten zu erweitern. Die FDP-Fraktion unterstützt und schätzt auch die zahlreichen engagierten Freifunker und Initiativen Nordrhein-Westfalen. Deshalb ist es auch wichtig und richtig, Freifunkinitiative für ihr Engagement und die freiwillige Leistung, die ja ohne Gewinnerzielungsabsicht dort getan wird, anzuerkennen und den Status der Gemeinnützigkeit zu ermöglichen. Es überrascht uns allerdings ein wenig, dass SPD und Grüne plötzlich so offenherzig mit der Ergänzung des Gemeinnützigkeitskatalogs umgehen, auch wenn wir es gut finden. Aber wir diskutieren eben, und das ist eben die Verbindung zum gemeinnützigen Journalismus, den wir jetzt hier gerne mal herstellen. Wir diskutieren schon seit 2 Jahren oder so ein bisschen länger im Haus über die Anerkennung eben der Gemeinnützigkeit für journalistische Recherche. Und diese sollte eben auch aus unserer Sicht ebenso selbstverständlich in § 52 Absatz 2 der Abgabenordnung aufgenommen werden. Denn der Journalismus steht, und das wiederholen wir ja in verschiedenen Diskussionen hier auch immer im Haus, im Zuge des Wandels der Medienlandschaft vor großen Herausforderungen. Insbesondere bei lokaler oder regionaler Berichterstattung ist die Meinungsvielfalt bedroht. Die Finanzierung von aufwendigen journalistischen Recherchen wird immer schwieriger. Und deshalb hatte die FDP-Fraktion eben im Juli 2014 vorgeschlagen, die Anerkennung von Journalismus als gemeinnützige Tätigkeit zu ermöglichen. Gerade von Seiten der Regierungsfraktionen waren jedoch einige Vorbehalte zu hören, ja, dass das nicht so leicht sei, die Abgabenordnung zu ändern, obwohl bei jeder Gelegenheit natürlich immer die Medienvielfalt beschworen wird. Und man hat sich grundsätzlich dann skeptisch gezeigt, ob man das technisch hinkriegt. Obwohl eigentlich unsere Anhörung, wir haben ja dann noch ein Sachverständigengespräch gemacht, das eigentlich sehr positiv gewertet hat. Und wir auch aus den journalistischen Organisationen, Herr Vogt, immer die Nachfragen bekommen, wann ist es denn soweit? Denn eigentlich hatte nur Verdi Skepsis geäußert, aber das lag auch daran, wie sich da herausstellt, dass sie das falsche Papier gelesen hatten. Deshalb gehe ich davon aus,
dass Sie Ihre Skepsis nun überwunden haben und SPD und Grüne die Gemeinnützigkeit eben auch von Journalismus nicht im Wege stehen wollen. Und deswegen schlagen wir eben daher vor in unserem Entschließungsantrag über eine Bundesratsinitiative die Anerkennung sowohl des gemeinnützigen Journalismus sowie auch die Aktivitäten der Freifunkinitiativen zu ermöglichen. Nicht mehr und nicht weniger fordern wir hier an dieser Stelle. Und ich bitte um Zustimmung für unseren Entschließungsantrag. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Nückel. Und jetzt spricht Herr Schwert fraktionslos. Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freifunker. Michael Meister, seines Zeichens parlamentarischer Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, liegt falsch. Er hat auf eine Kleine Anfrage im Bundestag erklärt, dass Freifunk nicht gemeinnützig sei, unter anderem weil die Bereitstellung von Internetzugängen bereits von kommerziellen Anbietern erfolge. Das ist gleich auf mehreren Ebenen falsch. Herr Meister weiß nämlich ganz offensichtlich nicht, was Freifunk ist und welchen Zweck es hat. Er glaubt, Aufgabe des Freifunkes sei es, offene und kostenlose Internetzugänge bereitzustellen. Das ist es aber nicht. Und so leid mir das tut, Herr Vogt hat es auch mehrfach an dieser Stelle genauso dargestellt, freie Internetzugänge hier und da. Das ist es aber nicht alleine. Dafür braucht es nämlich gar keinen Verein und auch keine Freifunkrouter. Sie können an Ihrem eigenen Router zu Hause nämlich einfach ein Gastnetzwerk einrichten, es ohne Verschlüsselung freigeben und fertig, ein freier und kostenloser Internetzugang. Das ist es nicht. Freifunkrouter haben eine entscheidende zusätzliche Eigenschaft, das sogenannte Meshing. Sie bauen von sich aus Verbindungen zu anderen Freifunkroutern auf und kommunizieren untereinander direkt. Es entsteht ein eigenes Datennetz in Bürgerhand. Teilnehmer an diesem Netz können sich gegenseitig Dienste im Netz bereitstellen und untereinander kommunizieren. Ein Internetzugang ist dazu eigentlich gar nicht notwendig. Freifunk ist also die Errichtung solcher Bürgerdatennetze, die Bereitstellung von Plattformen, die alle nutzen können, ein Stück Gemeineigentum. Freifunk hat einen starken sozialen Charakter. Es stellt nämlich Internetzugänge für diejenigen bereit, die sich sonst keinen leisten könnten, beispielsweise in Geflüchtetenheimen oder sozialen Brennpunkten. Freifunk hilft, die digitale Spaltung in unserer Gesellschaft zu schließen. Und Kollege Stein, wo ist er? Da hinten. Hören Sie mal genau zu, wie das ist mit dem Bildungscharakter von Freifunk. Da geht es nämlich um die Mitglieder des Vereins, die Aktiven, die sehr viel über den Aufbau und Betrieb von Netzwerken lernen. Für sie steht der Bildungscharakter ganz klar im Vordergrund. Freifunker werden zu gefragten Netzwerkexperten. Und natürlich hat Freifunk positive Auswirkungen auf den Fremdenverkehr, auf die Attraktivität unserer Städte. Sie sehen, Freifunk ist so viel mehr als irgendein Internetzugangsanbieter. Übrigens, auch in seiner Argumentation liegt der Staatssekretär falsch. Eine Aktivität verliert doch nicht automatisch deswegen ihren gemeinnützigen Charakter, wenn im gleichen Bereich auch kommerzielle Anbieter unterwegs sind. Niemand käme auf die Idee, die Gemeinnützigkeit eines Vereins in Frage zu stellen, dessen Mitglieder Alte und Kranke besuchen und betreuen, nur weil es auch kommerzielle Pflegedienste gibt. Also, liebe Landesregierung, gehen Sie bitte zu Herrn Meistern und erklären ihm das nochmal. Wir stehen gerne bereit, Sie dabei zu unterstützen. Wirken Sie darauf ein, dass Freifunk in den Katalog gemeinnütziger Zwecke aufgenommen wird und verlassen Sie alles Notwendige, dass das in Nordrhein-Westfalen jetzt schon passiert. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Schwert. Und nun spricht für die Landesregierung Herr Minister Groschek in Vertretung von Herrn Minister Lersch-Mense. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, in der Tat, wenn Sie vor die Haustür des Landtags gehen, in den Bürgerpark, können Sie Freifunk genießen. Sie können die Plenardebatte miterleben oder miterleiden. Sie können E-Mails lesen. Sie können Pfadfinder-Apps nutzen, um sich Düsseldorf zu eigen zu machen. Sie können mit RealMap überprüfen, wo Barrierefreiheit Zugangsmöglichkeiten für alle schafft. Freifunk ist also so etwas wie die Freiwillige Feuerwehr der Digitalisierung. Und Freiwillige Feuerwehr der Digitalisierung ist schon ein Indiz dafür, dass Gemeinnützigkeit ein naheliegendes steuerliches Prädikat ist. Der besondere Charakter von Freifunk ist die Offenheit,
die Nutzung für alle, die wenige freiwillige Feuerwehrleute garantieren. Freifunk hat hohe soziale Kompetenz, denn wir haben es nur den Freifunkern zu verdanken, dass viele Integrationsbrücken gebaut wurden, denn unsere Flüchtlingsheime wären nicht mit digitalen Brücken in die Heimat ausgestattet, gäbe es die Freifunker nicht. Also auch da vorbildliches, staatersetzendes Handeln. Wir haben gesellschaftliches Engagement unzweifelhaft gepaart, oftmals zumindest mit einem Volkshochschulcharakter von unten. Wissen wird gesammelt, wird geteilt und verteilt. Also durchaus auch die Inanspruchnahme des Bildungsanspruchs als Voraussetzung für Gemeinnützigkeit. Vor einem Jahr hat der Landtag sehr breit beschlossen, die Freifunker zu unterstützen, sie zu stärken und hat ja auch einiges auf den Weg gebracht. Den Einsatz für die rechtssichere Störerhaftung, Förderprogramm Projekt 100 mal WLAN, Freifunk also auf den Landesgebäuden. Freifunk braucht die Spendenfreude als Finanzierungsquelle. Aber selbst eingetragene Vereine als Freifunkorganisation sind in der Regel davon ausgeschlossen, Gemeinnützigkeit in Anspruch nehmen zu können. Hier korrespondiert die Interpretation des Paragraphen 52 der Abgabenordnung eben nicht mit der Freifunkrealität. Deshalb brauchen wir eine schnellstmögliche Klärung, aber die muss belastbar, dauerhaft belastbar und gerichtsfest sein. Denn guter Wille alleine genügt nicht. Gutes zu wünschen unterscheidet sich von Gutes zu machen. Und deshalb müssen wir einen möglichst offenen Weg als Beschlussgrundlage wählen, um Gemeinnützigkeit für die Freifunkorganisationen zu gewährleisten zu können. Bei gleicher Zielsetzung engt der Antrag der Piraten aus Sicht der Landesregierung den gangbaren Weg zu sehr ein. Der Antrag der rot-grünen Fraktionen eröffnet mehr Spielraum, um das Ziel zu erreichen. Und deshalb empfiehlt die Landesregierung, diesem zuzustimmen, ohne zu ignorieren, dass im Grunde alle Diskutanten deutlich gemacht haben, unabhängig von der konkreten Zustimmungsfähigkeit einzelner Antragsformulierungen, ist die Zielsetzung eine gemeinsame. Das ist ein schönes Signal an den Freifunk. Vielen Dank, Herr Minister Groschek. Weitere Wortmeldungen haben wir nicht, also stimmen wir ab. Erstens über den Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache 12.843, Neudruck. Die antragstellende Fraktion der Piraten hat inzwischen direkte Abstimmung beantragt. Damit sind alle fünf Fraktionen im Landtag einverstanden. Kommen wir also zur Abstimmung über den Piratenantrag. Wer stimmt ihm zu? Die Fraktion der Piraten und der fraktionslose Kollege Schwert. Wer stimmt dagegen? SPD, Grüne, Herr Stüttgen fraktionslos, CDU und bleibt bei der CDU, SPD, Grüne und Herr Stüttgen stimmen dagegen. Und wer enthält sich? Es enthält sich die FDP-Fraktion. Damit ist der Antrag mit breiter Mehrheit abgelehnt. Zweitens stimmen wir ab über den Antrag der Fraktion von SPD, Bündnis 90 Die Grünen, Drucksache Nummer 12.855. Die antragstellenden Fraktionen haben direkte Abstimmung beantragt. Wer also stimmt diesem Antrag zu? SPD, Grüne, Piratenfraktion, Herr Stüttgen fraktionslos, Herr Schwert fraktionslos. Wer stimmt dagegen? Die CDU-Fraktion. Wer enthält sich? Es enthält sich die FDP-Fraktion und damit ist dieser Antrag mit breiter Mehrheit angenommen. Drittens stimmen wir ab über den Entschließungsantrag der Fraktion der FDP, Drucksache 12.934. Wer stimmt dieser Entschließung zu? War zu erwarten, die FDP-Fraktion? Huhuhu, stimmt auch zu? Piratenfraktion, Herr Schwert fraktionslos. Damit ist also eine Menge erreicht. Aber jetzt kommt's. Wer stimmt gegen diesen Antrag? SPD und Grüne stimmen dagegen, sowie die CDU. Und gibt es Enthaltungen? Enthaltungen gibt es nicht. Und damit ist das erzielt, was im Hohen Hause manchmal vorkommt. Eine breite Mehrheit hat auch diese Entschließung abgelehnt. Vielen Dank.